Ich bin zum ersten Mal halbwegs der gleichen Meinung wie Frau Baerbock. Hört mal. Fakt ist, für die jetzige verzweifelte Lage der Menschen in Gaza ist die Hamas mit ihrem Terrorangriff auf Israel verantwortlich. Die Hamas versteckt sich hinter der zivilen Bevölkerung in Gaza. In diesem Sinne appelliere ich an alle, ob bei uns oder in der arabischen Welt, zwischen Terroristen und der Zivilbevölkerung zu unterscheiden. Der Kampf richtet sich gegen Hamas und nicht gegen die Palästinenser. Wie gesagt, ich bin halbwegs der gleichen Meinung wie die Frau Baerbock und wahrscheinlich ist das auch das letzte Mal. Die Frage, die ich mir aber stelle, wenn ich diese Kriegsrhetorik höre, hier ein Beispiel vom israelischen Verteidigungsminister, hört mal. Wie will man jetzt die Zivilisten vom Gazastreifen schützen? Und dann hören wir uns jetzt noch eine Aussage vom israelischen Staatspräsident Isaac Herzog an. We are working, operating militarily according to rules of international law, period. Unequivocally. It's an entire nation out there that is responsible. It's not true. This rhetoric about civilians not aware, not involved, it's absolutely not true. They could have risen up. They could have fought against that evil regime which took over Gaza in a coup d'etat. But we're at war. We are at war. We're at war we are defending our homes. We're protecting our homes. That's the truth. And then when a nation protects its home, it fights. And we will fight until we'll break their backbone. Sie wollen sie gar nicht schützen. Und jeder, der aktuelle Bilder vom Gazastreifen gesehen hat, weiß nicht, kommt hier vorbei, der weiß, dass das Ganze eh komplett fake ist und dass das Ganze eh niemals hinkommen wird bei dieser Zerstörung. Die haben den Gazastreifen ja in Schutt und Asche gelegt. Und wie der israelische Staatspräsident so schön gesagt hat, die Menschen dort, die sind ja auch selber schuld, weil die hätten ja dagegen ankämpfen können. Ist klar. Also nur eine hypothetische Frage an die solidarische westliche Wertegemeinschaft. Stell dir vor, du bist nicht in Deutschland geboren, sondern im Gazastreifen, in Palästina. Und du hast ein gesundes Mindset, du bist nicht antisemitisch und du bist sogar anti-Hamas. Ja, da gibt's sicherlich einige davon, oder? Das Narrativ lautet ja, Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Stimmt's? Wir haben gerade die Definition von Israels Verteidigung gehört, vom israelischen Staatspräsidenten sowohl wie vom israelischen Verteidigungsminister. Und jetzt die Frage an dich. Findest du es gerechtfertigt, dass die unschuldigen Menschen eben auch unter den Opfern sind und dass das dann eben Kollateralschäden sind? Oder wie darf man das sonst ausdrücken? Und jetzt nochmal zurück zu meiner hypothetischen Frage. Stell dir vor, du wärst in der aktuellen Situation. Würdest du es dann immer noch so solidarisch finden, dass das Ganze gerade so gehandhabt wird, diese israelische Verteidigung? Schreib's mal in die Kommentare.